Du guckst immer so, so leidend. Ja, tut mir leid. Als ob dir jemand was in den Hintern schiebt. Was geht ab, Leute? Willkommen zu Good to Know. Endlich ist es soweit, denn demnächst können wir mit einer App unseren Alkoholgehalt im Blut messen. Diese App hat das israelische Startup-Unternehmen Alkohut erfunden. Und Leute, ich bin ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das funktioniert. Es gibt ja schon so andere Apps, wo man in sein Handy pusten muss, so like... Und auch das klappt nicht. 87 Euro kostet diese App und irgendwie braucht man dafür noch so einen Adapter. Ob der im Preis mit enthalten ist, weiß ich gar nicht. Lustig bei der App ist allerdings, wenn sie euch sagt, Mann, ihr seid viel zu besoffen, dann könnt ihr direkt mit dieser ein Taxi rufen. Bisher ist die App nur in den USA erhältlich, sie soll allerdings auch in andere Länder kommen. Kein Wunder, dass sie bis jetzt nur in den USA erhältlich ist, die kaufen ja bekanntlich jeden Scheiß. Was meint ihr? Schreibt's in die Kommis. Leute, ich bin ja ein riesen Harry Potter Fan und demnächst soll es mit Harry Potter weitergehen. Naja, genauer gesagt, soll die Geschichte erzählt werden, bevor Harry den Brief von Hogwarts bekommen hat. Also im Prinzip die Zeit, wo er noch im Schrank bei den Dursleys leben musste. Das Ganze wird allerdings leider nicht als Film realisiert, sondern als Theaterstück. J.K. Rowling höchstpersönlich produziert das Ganze, schreibt allerdings nicht das Drehbuch. Ob das so eine richtige Entscheidung ist, weiß ich nicht. Ich bin trotzdem mega gespannt drauf und hoffe, dass es geil wird. Das Ganze soll übrigens in einem Theater im Londoner West End vorgeführt werden. Welches es allerdings genau wird, ist noch nicht bekannt. Ich bin mega gespannt drauf, freue mich riesig und muss es mir auch ansehen. Was sagt ihr dazu? Harry Potter geht weiter. Top oder Flop? Schreibt es mir in die Kommentare. Und es gibt ein weiteres Wiedersehen, über das ich mich mega freue, denn ihr wisst ja, ich bin ein riesen Zurück in die Zukunft-Fan. Doc. I'm from the future. Michael J. Fox, a.k.a. Marty McFly und Christopher Lloyd, a.k.a. Doc Brown, sehen sich wieder. Awesome! Und zwar in einer Folge der Michael J. Fox Show. Michael J. Fox spielt in der Serie den Nachrichtensprecher Mike Henry, der sich allerdings aus dem Geschäft zurückziehen musste, weil er an Parkinson erkrankt ist. Das ist übrigens die Krankheit, die J. Fox wirklich hat. Und Christopher Lloyd spielt in der besagten Folge einen Schuldirektor. Das wird mega geil und episch und ich freue mich richtig drauf. Ihr merkt, ich bin so ein richtiger Scheiß-Fanboy. Freut euch genauso wie ich? Wenn ja, schreibt es mir in die Kommentare. Community Hyper, ach fuck, das ist ja von The Floyd, tut mir leid. Wladimir Putin scheint gerade richtig cool drauf zu sein. Warum er gerade so cool drauf ist? Weil er gerade richtig viele Amnestien verteilt. Was sind denn Amnestie, was auch immer? Das sind Begnadigungen, Phil, du Idiot. Achso. Wen er gerade begnadigt, das sind einmal die Pussy Riot Mitglieder, vielleicht sogar die Greenpeace Aktivisten, und Kreml-Kritiker, also alles, was die in Russland so überhaupt nicht mögen. Ein wahres Weihnachtswunder. Natürlich tut das der gute Putin nicht aus reiner Menschenfreundlichkeit. Echt nicht? Nein. Putin macht das als Zugeständnis an den Westen, also hauptsächlich Europa und die USA. Bald sind nämlich die Olympischen Winterspiele in Sotschi und da möchte Putin natürlich ganz viele wichtige Politiker dabei haben. Aber die kommen nicht, wenn die Menschenrechtsverletzungen in Russland nicht aufhören. Deswegen das nette Geschenk. Auch wenn seine Beweggründe sehr kritisch zu sehen sind, ist das für uns trotzdem der Win der Woche, weil es schon lange überflüssig war. Schwenk. Nein, sowas machen wir nicht. Jeder will momentan die PS4 haben, fast keiner bekommt sie und eine große Frage bleibt, macht es überhaupt Sinn, sich jetzt schon eine PS4 zu kaufen? Naja, meine Antwort ist, jein. So richtig fette Titel wie zum Beispiel Watch Dogs gibt es für die Konsole noch nicht und in meinem Fall habe ich schon alle Games, die mich interessieren. So ein AAA-Titel wie Assassin's Creed Black Flag sehen auf der neuen Generation vielleicht ein bisschen besser aus, allerdings wirkliche Next-Gen-Grafik ist es dann auch nicht. Deswegen ist meine Meinung auch, man kann ruhig bis 2014 warten. Ich verstehe aber nicht die Leute, die jetzt auf eBay 1000 Euro für eine Konsole ausgeben, die eigentlich 400 kostet. Ich habe euch auf Facebook gefragt, was ihr dazu sagt und die meisten von euch waren tatsächlich meiner Meinung. Watch Dogs wäre ein Grund gewesen, aber momentan muss eine neue Konsole echt nicht sein. Warte bis Watch Dogs und The Division da ist. Meiner Meinung nach finde ich es unnötig, jetzt schon eine PS4 zu kaufen, da es noch keine guten Spiele sind. Also meiner Meinung nach finde ich es unnötig, jetzt schon eine PS4 zu kaufen, da das noch keine guten Spiele da sind. Manchmal denke ich, die Leute, ich verspreche mich denn vor allem immer und denke, habe ich jetzt Scheiße gelabert? Nee, die haben Scheiße geschrieben. Der Freistaat Sachsen hat ein Büchlein herausgegeben, was Ausländern helfen soll, sich besser an unsere deutsche Kultur zu gewöhnen. Da stehen dann Sachen drin wie, dass man pünktlich sein soll und keine Gesetze brechen darf. Also Sachen, die klar sein sollten. Weil Ausländer, die halten sich ja nie daran. Solche Vorurteile? Ernsthaft?
Die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl kritisiert das Heft ziemlich stark. Ihrer Meinung nach würde ein Knigge für das Land Sachsen viel mehr Sinn machen, weil die ein riesiges Rassismusproblem haben. Da muss irgendjemand mal irgendwas tun. Und deswegen gibt's von uns den Fail der Woche, aber sowas von. Ja, Mann, Fail der Woche und jetzt kommt Good to Know You. Jo, ich bin Batik von Batik Vlogt und auf meinem Kanal findet ihr Vlogs, findet ihr Musikparodien, findet ihr Kommentare, kommentiert Videos und vieles mehr. Was ich persönlich gut an Cartoonau finde, ist, dass du, Phil, nicht mehr alleine vor der Kamera stehst, sondern eben auch andere Leute. Aber schlecht finde ich, wie, glaube ich, jeder andere auch die Soundqualität. Na gut, meine ist ja auch nicht viel besser. Leute, das war's von Good to Know für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen nach oben und abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und schreibt geile Kommentare in die Kommentare, würde mich sehr freuen. Wir hatten ja zur ersten Ausgabe ein Gewinnspiel gemacht und die Auflösung findet ihr jetzt unten in der Videobeschreibung. Und die Gewinner werden die Tage von uns angeschrieben. Ist ja fast das Gleiche, wisst ihr ja. Und bis dahin, ich wünsche euch eine grandiose Zeit auf YouTube. Sprachfehler for the win. Bis dahin, peace and out. Ich gehe jetzt Sprachsaft trinken. Bis dann.